Moin Leute, ich bin das Lava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Wie ihr schon in der Überschrift gesehen habt, es geht um das Thema Primär-Elementarwaffen und warum und weshalb ich das Ganze anspreche. Dazu folgt jetzt erstmal auch direkt Videomaterial und zwar, wie ihr es gerade hier sehen könnt, in einem Game Informer Video, bevor Taken King erschienen ist, gab es Elementar-Primärwaffen. Das Ganze sieht man hier deutlich, das ist ein Impulsgewehr. Es sieht genauso aus wie Gewehr der Fremden, nur dass es einen Elementarschaden aufweist, was eigentlich in Jahr 2 komplett zur Jahr 1 Geschichte von Destiny gehört. Und in dem Video geht es halt jetzt darum, wie kann man das Ganze sinnvoll wieder ins Spiel bringen, beziehungsweise warum gehört ein Element auf eine Primärwaffe in Destiny. Bungie hat gesagt, Elementarwaffen, also die Elementarwaffen, die bereits vorhanden sind, möchte man jetzt nicht in Jahr 2 haben, beziehungsweise man möchte keine Elementarwaffen in Jahr 2 haben, weil das die Spieler dazu zwingt, quasi eher mit den Waffen zu spielen als mit anderen. Dadurch geht die Diversifikation verloren, also die Waffenauswahl wird stark eingeschränkt. Das möchte man nicht. Dementsprechend wollte man dem Ganzen vorbeugen, indem man einfach das komplette Element auf Elementar-Primärwaffen entfernt. Eine einzige Waffe ist uns noch geblieben im Primärwaffen-Exoslot in Jahr 2, beziehungsweise allgemein im Primärwaffen-Slot, die ein Element aufweisen kann. Und das ist die Salo Supercell. Das ist die einzige Primärwaffe, sie ist auch exotisch, die ein Element aufweist, und zwar Arcus. Ja, früher in Jahr 1 gab es verschiedenste Waffen, und das war auch ein großer Ansporn für viele Leute zu grinden, also beziehungsweise die Raids ab und auf zu spielen, Arena ab und auf zu spielen, Osiris ab und auf zu spielen, um an die gewünschten Waffen zu kommen mit dem gewünschten Element. Ja, das Ganze wurde ja entfernt. Was ich persönlich erstmal an der Stelle traurig finde. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Aspekt, warum finde ich Elementarwaffen überhaupt wichtig in Destiny. Zum einen muss man jetzt hier auch anmerken, Destiny spielt x Jahre plus 300 Jahre, nachdem die Menschheit den Reisenden gefunden hat. Somit leben wir in einer extrem weit entwickelten Welt, beziehungsweise in einer weit technologisierten Welt. Menschen leben weit über 100 Jahre, also die Lebensdauer ist weit erhöht worden im Destiny-Universum. Aber das Interessante ist, die Waffen sollen angeblich keinen Elementarschaden aufweisen, was relativ kontrovers zu dem steht, was den technologischen Fortschritt angeht. Was eigentlich selbstverständlich ist, dass auch Waffen ein Element aufweisen können. Wenn wir schon quasi Granaten aus dem Licht generieren und Super aus dem Licht generieren. Also müsste rein logisch betrachtet Elementarwaffen mit im Primärwaffenslot komplett vertreten sein. Das ist ein Aspekt der Logik. Und es ist auch ein wichtiger Aspekt, weil wer kennt es nicht, Dämmerungsstrike ist aktiv, Arcus in Flammen ist dort aktiv. Und ja, was rüstet man in den meisten Fällen aus? Also viele von den Leuten, mit denen ich spiele, beziehungsweise auch was ich so sehe von den Waffenauswahlen, beziehungsweise auch gehört habe, viele greifen zu der Salo Supercell, weil es eine Arcus-Waffe ist, nicht weil sie exotisch ist, nein, weil es eine Arcus-Waffe ist und diese dann dementsprechend erhöhten Schaden verursacht. Ja, diese Waffe hat natürlich dann den Vorteil, dass man alle drei Slots auf Arcus auslegen kann und man mit einer Primärwaffe meistens, also die meiste Zeit am Schießen ist, vor allem auch wenn sowas wie Jongleur aktiv ist, dann ist man häufiger mit der Primärwaffe aktiv und man wechselt zwar natürlich durch, aber die Primärwaffe spielt die größte Rolle, weil mit ihr killt man in der Regel die meisten Gegner, da man sie am häufigsten verwendet. Und da punktet einfach die Salo, weil sie halt besagt mehr Schaden macht und dadurch Damage pro Second, also DPS technisch, sehr weit oben ist. Ja, das ist das Traurige, das ist die Auswahlmöglichkeit dabei ist nur auf eine einzige Waffe begrenzt. Ich verstehe das Konzept von Bungie, dass sie wollten, dass Hüter mit mehr verschiedenen Waffen rumlaufen, als es zu Jahr 1 der Fall ist. Das haben sie teilweise auch geschafft,
Aber es gibt immer noch Waffen, die stark punkten, weil nicht jede Waffe kann jeden Perk bekommen. Das ist auch ganz interessant hier anzumerken. Also es ist auch irgendwo leicht schade, weil dadurch wird nochmal quasi für gewisse Leute, die auf gewisse Perks abzielen, ja, wie soll man sagen, die Desifikation reduziert, weil sie nicht mit der Waffe spielen könnten, weil diese Waffe nicht unbedingt den Perk haben bekommen kann, der für sie wichtig ist. Da man schon quasi das Umschmieden rausgenommen hat, hätte man eigentlich ja jede Waffe jeden Perk kriegen lassen müssen. Dem ist aber leider nicht der Fall. So, kommen wir jetzt wieder zum ursprünglichen Thema zurück. Bungie wollte, dass Hüter eine freie Wahl bei den Primärwaffen haben für ihre Aktivitäten. Das ist, wie gesagt, komplett verständlich, aber der Weg wäre einfacher gewesen. Wie ihr gerade schon eben im Game Informer Trailer gesehen habt, beziehungsweise Trailer oder Gameplay-Material, das Ganze ist Gameplay-Material, das ist alles vorher entstanden, bevor Taken King rausgekommen ist. Und nicht allzu fern, das war ungefähr 2 Monate bevor Taken King rausgekommen ist. Das heißt, die Entscheidung, die dazu gefallen ist, den Elementarschaden rauszunehmen, muss eine spontane gewesen sein. Weil Game Informer hat quasi den neuesten Inhalt präsentiert bekommen und dann im Nachhinein wurde es einfach rausgemacht. Das hat auch natürlich viele Leute verwirrt, weil man die Hoffnung hatte, dass im Raid Elementarwaffen droppen. Aber das war leider auch nicht der Fall und das hat natürlich auch viele Leute verärgert bzw. auch ja, unstimmig gemacht, was das angeht. Und da ist halt auch, wie gesagt, das Problem. Wenn man komplett die Elementarwaffen rausmacht, das fehlt einfach in Destiny. Und es gibt eine viel einfachere Lösung, um Elementarwaffen im Primärwaffenslot quasi zu generieren bzw. zu erschaffen. Und aber gleichzeitig zu gewährleisten, dass diese Desifikation der Waffen vorhanden bleibt. Dass man immer noch eine freie Auswahlmöglichkeit hat, zwischen welcher Waffe man wählen kann. Und das Ganze soll sich nicht nur auf legendäre Waffen beziehen. Nein, das Ganze soll sich auch auf exotische Waffen beziehen. Und zwar, exotische Waffen kommen sehr selten im PvE zum Einsatz. Die meisten exotischen Primärwaffen sind eigentlich fast ausschließlich, kommen sie nur im PvP zum Einsatz. Zum einen, weil sie, wie gesagt, im PvE wenig Vorteile gegenüber Legendären geben und zweitens, meistens man im PvE entweder eine Spezialwaffe, eine exotische drin hat oder eine schwere Waffe, weil diese damage-technisch weitaus höher sind. Aber nichtsdestotrotz, um exotische bzw. legendäre Primärwaffen attraktiver zu machen, was auch Dämmerungsstrike angeht, könnte man einfach es so gestalten, dass es ein gewisses Item gibt, was gedroppt wird und dieses Item sorgt dafür, dass eine Waffe, mit der man das quasi kombiniert, ein Element bekommt. Sei es legendär oder exotisch, sei jetzt komplett vorweggestellt. Das ist also vollkommen egal, ob die Waffe exotisch ist oder ob die Waffe legendär ist. Sie kann durch dieses Item, dieses besondere Item, ein Element aufweisen bzw. ein Element bekommen. Der Vorteil dadurch, weiterhin bleibt es offen den Hütern, welche Waffe sie spielen, weil sie können jede Waffe quasi damit ausrollen und dadurch bleibt diese Waffenvielfalt immer noch erhalten, die Bungie unbedingt haben wollte in Jahr 2, dass jeder mit der Waffe spielt, die ihnen am meisten gefällt. Ja, aber es ist doch, und es könnte sogar noch cooler werden, wenn die Waffe, mit der man richtig gerne spielt, auch noch das Element aufweist, was man sich wünscht. Vor allen Dingen auch für viele wäre das auch ein Grund, gewisse Waffen mehrfach zu haben, in verschiedenen Varianten. Zum Beispiel die Uneinigkeit SR4. Ein Top-Scout-Gewehr mit absolut genialen Rolls, was man sich kaufen kann beim Toten Orbit. Das könnte wahrscheinlich eine Standardwaffe sein, die viele Leute dann hätten in 3 verschiedenen Elementen. Aber es muss ja nicht darauf begrenzt sein, dass man nur mit dieser Waffe spielt, weil man kann jede Waffe in das gewünschte Element bringen. Beziehungsweise es könnte auch sein, dass das Item ein zufälliges Element generiert. Aber ich bin eher dafür, dass es ein bestimmtes Element generiert, weil man bekommt so schon selten genug eine richtig gute Waffe mit Top-Perks gedroppt. Und wenn diese dann quasi, ja,
verhunzt wird, weil man schon auf ihr Arkus hat und dann noch eine Variante mit Arkus bekommt. Man hat schon Ewigkeiten so gegrindet, um an diese Waffe zu kommen, und dann wird sie für einen quasi unattraktiv, weil sie das gleiche Element aufweist wie vorher. Deswegen wäre eine freie Wahl des Elementes genial. Und wie gesagt, die Vielfalt würde komplett erhalten bleiben, beziehungsweise die Vielfalt würde auch größer werden. Mehr Leute würden mit exotischen Primärwaffen spielen, weil diese exotischen Primärwaffen quasi das Element aufweisen, was man unbedingt haben will, oder auch dadurch mehr Sinn im PvE bekommen würden. Kommen wir jetzt nun zu diesem Item, dieses ominöse Item, was ich meine, damit man dementsprechend seine Waffe in eine Elementarwaffe umwandeln könnte. Also ich könnte mir das so gut vorstellen, dass dieses Item natürlich legendär ist und auf verschiedenste Weise droppen kann. Es gibt gewisse Suchen, also es gibt eine Suche, die hat 3 Steps, dadurch bekommt man garantiert 3 von diesen Dingern. Diese Suche ist aber extrem langwierig, zum Beispiel schließe so und so viele Raids ab, sagen wir mal 25 Raid-Abschlüsse. Wohlgemerkt, dass die Suchen sind immer auf einen Char bezogen, also mit einem Char 25 Raids abschließen, ist schon mal relativ viel, hat aber auch den Vorteil, dass viele Leute dadurch auch wieder die alten Raids spielen würden, beziehungsweise auch, wenn sie den Raid spielen, wenigstens das als Abschlussbelohnung haben, oder andere Modifikatoren sind da, also andere Zielmechaniken sind da drin, also als zweiter Step vielleicht oder als anderer Step, schalte VIP-Ziele aus auf den Patrouillen, oder besiege besessenen Eiferer oder besessenen Ultras, je nachdem. Und das wäre halt so ein Step, der würde halt quasi dazu führen, dass die Leute schon mal garantiert was bekommen haben. Und des Weiteren kann das Ding auch zufällig droppen, also meines Erachtens. Zum Beispiel, es könnte als zufälliger Loot im Dämmerungsstrike enthalten sein. Es könnte als absolut, absolut seltene Sache sein, in einer Patrouillenkiste kann sie enthalten sein. Absolut selten meine ich jetzt so, nicht wie zum Beispiel Lichtpartikel oder Münzen, die droppen relativ häufig. Also wenn man 100 Kisten öffnet, hat man ungefähr, sagen wir mal, 4 bis 5 Kisten, da ist was drin. Aber das Item soll halt seltener droppen, das ist eine absolute Rarität. Also unter 1000 Kisten, die man öffnet in der Patrouille, kann einmal das Ding drin sein. Dadurch würde man auch die Patrouille wieder attraktiver machen, beziehungsweise auch einen interessanten Nebeneffekt darstellen. Oder das Ding kann auch zu bestimmten Aktivitäten droppen, zum Beispiel im Eisenbanner kann das Ding droppen, oder in Trials of Osiris einfach als Abschlussbelohnung kann es droppen. Dadurch würde quasi auch für PvP-Spieler, also für reine PvP-Spieler, es möglich sein, das Item zu erhalten, beziehungsweise zu generieren. Und das Weitere, was ich ebenfalls noch hier anmerken möchte, der Elementarstaden hat gar keinen Bezug auf PvP. Es ist egal, welches Element die Waffe aufweist. Im PvP macht das keinerlei Unterschied. Somit muss man keinerlei Befürchtungen haben, dass die Waffen dadurch im PvP overpowered werden. Nein, sie würden einfach nur dafür sorgen, dass die Waffen im PvE attraktiver sind, beziehungsweise auch mehr zu Destiny passen würden. Destiny ist ein futuristisches Spiel und da gehört nun mal der Elementarschaden bzw. die Elementar-Primärwaffe. Seit Jahr 1 gab es die, nur da gab es halt das Problem, dass nicht alle Waffen ein Element aufweisen konnten, sondern nur besondere Waffen das Element aufweisen könnten. Das ist natürlich nicht falsch gewesen, aber es war auch teilweise nicht richtig. Die meisten Leute haben eher eine Confluence oder eine Schicksalsbringer gespielt, eher wegen den Perks als wegen dem Element. Das Element war natürlich das Pendant, das perfekte i-Tüpfelchen zur Waffe. Aber die Perks waren ausschließlich wichtiger. Das merkt man auch, weil die meisten Waffen, die genutzt worden sind, kamen aus der gläsernen Kammer, was den Primärwaffenslot angeht, weil diese in der Regel stärker waren als die Waffen, die darauf gefolgt sind in den weiteren Verläufen des Spiels. So. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von meiner Idee, was sagt ihr dazu, also würdet ihr das gut heißen, beziehungsweise was gefällt euch nicht, was kann man noch optimieren, was den Drop-Mechanismus angeht des Items, falls euch das Ganze hier zugesagt hat. In dem Sinne verabschiede ich mich, ich freue mich auf eure Kommentare, ich wäre natürlich verbunden über ein positives Feedback.
Also im Sinne von einem Daumen. In dem Sinne bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht in einem weiteren Video. Ciao, ciao.